Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Qualin-Video. In diesem Video befasse ich mich mit der Validierung der Parameter, also sowohl Query-Parameter als auch Form-Parameter, die vom Client geschickt werden. Wir werden anschauen, wie man im Service Controller Validierungen einsetzt, aber auch in der Modelklasse. Als erstes will ich sicherstellen, dass beim Lesen eines Buchs der Client eine UUID mitgibt. Sie sehen hier, ich habe im Postman einen Request erstellt für diesen Fehlerfall. Für den Einsatz der Validierungsannotation brauche ich im Maven eine zusätzliche Dependency. Dieses Jakarta Validation enthält alle nötigen Klassen, damit ich die Validierung sehr einfach umsetzen kann. Im BookService gehe ich jetzt zur Klasse Read und schreibe vor meinem Query-Parameter die gewünschte Annotation. Not empty bedeutet, dieser Parameter darf nicht leer sein. Ich kann das auch direkt überprüfen, ob das so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Wenn ich jetzt im Postman meinen Request absende, erhalte ich Status 400, Bad Request. Das ist genau das, was ich erreichen wollte. Natürlich muss ich jetzt auch prüfen, ob ungültige UUIDs erkannt werden. Ich habe deshalb auch einen Request für ungültige UUIDs. Und hier setze ich nun eine Regular Expression ein, die Annotation addPattern mit dem Parameter regexp. Da kann ich nun das Format prüfen. Auch das will ich gleich austesten. Und Sie sehen auch hier Status 400 Bad Request, genau was ich erreichen wollte. Der Vollständigkeit halber prüfe ich auch, ob mein gültiger Request noch funktioniert. Also hier lesen mit einer gültigen UUID und ich sehe, jawohl, funktioniert. Damit habe ich die Validierung der UUID im BookService Read abgeschlossen. Da ich weiß, dass beim Delete der gleiche Parameter auf die gleiche Art geprüft wird, kann ich natürlich einfach copy-pasten. Selbstverständlich habe ich dann auch hier entsprechende Testfälle, um zu überprüfen, ob das dann funktioniert. Auch für das Erstellen des Buchs habe ich passende Requests im Postman, wo ich die verschiedenen Fehlersituationen prüfen kann. Hier zum Beispiel ein zu langer Titel und einen Request mit einem zu kurzen Titel. Es wäre möglich, auch diese Form-Params im Service Control, also Book Service, zu prüfen. Aus meiner Sicht ist es ja aber besser, wenn ich die Validierung im Model vornehme. Dadurch gelten für alle Services, die Bücher erstellen oder ändern wollen, die gleichen Validierungsregeln und ich habe sie nicht an verschiedenen Stellen irgendwie geschrieben. Und deshalb setze ich hier die Form-Param-Tag bei Annotation direkt vor das entsprechende Attribut und füge nun hier meine Validierungsregel ein. Hier ist Mindest- und Maximallänge des Strings. Nun hier im Service Controller kann ich einerseits die ganzen Formparams für die Elemente des Buchs entfernen. Stattdessen sage ich, ich erwarte ein gültiges Buch als Parameter. Das ist diese addValid, addBeanParam, Doppelannotation. Und dann sage ich einfach, es soll ein Objekt der Klasse Book sein. Ich nenne es auch Book. Die Publisher UUID ist ja nicht ein Attribut vom Buch, deshalb ist die separat noch. Jetzt muss ich aber ein paar Anpassungen meiner Logik machen. Zum einen brauche ich kein Buchobjekt mehr zu erstellen. Um das kümmert sich das Framework. Und auch das Abfüllen der verschiedenen Attribute wird automatisch aufgrund meiner addValidAddBeanParamAnnotation gemacht. Das einzige ist also hier noch die Publisher UUID, die ich separat behandeln muss. Sie sehen, durch das Validieren innerhalb des Buchs sparen wir uns da
recht viel Code. Natürlich auch gleich Java-Doc entsprechend korrigieren. Ja, dann will ich meine geänderte Annotation auch ausprobieren. Senden. Sie sehen Status 400 Bad Request. Genau, was ich erwartet habe, auch bei einem zu langen Titel erwarte ich den Status 400. Dieser 400er Status könnte auf den ersten Blick natürlich wie ein Fehler aussehen. Deshalb füge ich hier im Tab Tests eine JavaScript-Funktion ein, die prüft, ob der Status 400 ist. Und Sie sehen, unten bei Test Results einer von einem Test erfolgreich. Das wird dann vor allem beim Collection Runner ein Thema. Trotz des eigentlich fehlerhaften Status, also 400 weist ja auf einen Fehler hin, zeigen wird, dass der Request genau gemacht hat, was ich wollte. Ich habe jetzt hier noch die restlichen Annotations ergänzt für mein Buch. Local Date lasse ich mal noch aus. Das habe ich nachträglich eingefügt, um da mit diesem Deserializer zu spielen. Um das kümmere ich mich dann etwas später. Was jetzt noch fehlt, sind die ganzen Postman-Requests, um ungültiger Autor, ungültiger Preis, ungültiger ISBN zu prüfen. Und danach kann ich die entsprechenden Anpassungen auch beim Update-Service machen. Also auch hier sage ich, ich erwarte ein gültiges Buch und eine Publisher-UUID. Jetzt hier habe ich das Problem, ich muss ja nicht ein neues Buch erstellen, sondern ein bestehendes ändern. Ich habe einerseits das Buchobjekt, das mir das Framework bereitstellt, andererseits über Readbook by UUID lese ich das Buch, das schon existiert. Ich nenne das jetzt einfach mal Old Book. Ich passe jetzt hier die Logik zum Abfüllen der Bücher entsprechend an. Sie sehen, ich übernehme aus dem Book-Objekt, das mir das Jersey Framework gebracht hat, einfach die ganzen Attribute und speichere sie im bestehenden Buch. Ja, damit sind die beiden Methoden angepasst mit den entsprechenden Validierungsregeln. Nun bleibt noch das Testen, aber das, denke ich, können Sie auch ohne, dass ich es vorzeige, durchführen. Ich hoffe, Sie konnten meinen Ausführungen folgen und bis bald, Ihr Qualin.